Pro Semester werden in Deutschland über 16 Millionen Hausarbeiten und andere Prüfungsleistungen von über 2,7 Millionen Studierenden geschrieben. Leider landen davon aber momentan viel zu viele in der Schublade. Vor der Bachelorarbeit habe ich noch ein studentisches Forschungsprojekt gemacht über 2 Semester. Und jetzt frage ich mich irgendwie, ja, was wird aus meiner Arbeit? Wir haben 2 Formate entwickelt. Zum einen das studentische Research Journal der Wilhelm und zum anderen die studentische Konferenz ZUFO. Um der studentischen Forschung eine Plattform zu bieten, haben wir das Undergraduate Research Journal der Wilhelm gegründet. Dort können Bachelorstudierende die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten in kurzen Artikeln einreichen. Ein Reviewboard wählt die besten Artikel aus und gibt ihnen Feedback. Der Wilhelm ist dann online verfügbar und kann von anderen Studierenden in ganz Deutschland gelesen werden. Aber wem das Publizieren allein nicht reicht und wer sich direkt mit anderen Studierenden über seine Forschungsprojekte austauschen möchte, kann dies auf der studentischen Konferenz ZUFO tun. Jeder Premiere hat eine Generalprobe. Und so ist es auch mit der studentischen Forschungskonferenz ZUFO. Weil bevor man sich als Studierende überlegt, in die Wissenschaft zu gehen und überlegt, ob man seine Zeit damit verbringen möchte, zu forschen, aktiv als Beruf, ist es gut, einen Möglichkeitsraum zu haben, wo man sich ausprobieren kann. Und genau deshalb haben wir vor ein paar Jahren die Studentische Forschungskonferenz gegründet, um eben einen Raum zu bieten, in gesichertem Rahmen sich auszutauschen, auszuprobieren. Und dafür gibt es die ZUFO. Wir sind gerade dabei, die diesjährige ZUFO-Konferenz vom 24. bis 27. September vorzubereiten. Unser Call for Abstracts läuft bereits im ganz deutschsprachigen Raum. Nachdem wir die Studierenden in einem Review-Verfahren ausgewählt haben, geht es für uns darum, die Konferenz so professionell wie möglich zu realisieren. Mit den 5.000 Euro würden sie uns es ermöglichen, durch gute Werbung und Kommunikation Studierende aus ganz Deutschland zu uns an den See zu holen. So können wir außerdem interessante Keynote-Speaker einladen und die gesamte Konferenz mit einem Tagungsband abschließen. Um auch langfristig andere Universitäten in Deutschland dazu ermutigen, sich für Sichtbarkeit studentischer Forschung einzusetzen, braucht der Wilhelm eine eigene Homepage. Denn studentische Forschung muss nicht in der Schublade bleiben.